Hier geht es um ein kulturelles Verständnis in der Stadt von einer Sache, die die Leute alle nicht mögen und ich teilweise, wie ich ja auch überall öffentlich bekundet habe, so auch nicht mag. Ganz klar. Und jetzt will ich mich nicht hier als kleiner Mönch aufspielen und als Luther verdächtig oder irgendwas. Aber so wie man hier in der Stadt Drogen nimmt und wie die Drogenszene sich darbietet, kann man sich über das, was die Dame oder der Lenz, den ich da als Walter bezeichnet habe, oder der Friedrich Luft in der Morgenpost, der ja sogar die Richterin aufhetzt, mich nochmal zu verurteilen. Nicht, ja? Also du musst dir das mal überlegen. Jetzt mal in die Kamera, welche brennt. Nee, dann bin ich fertig. Hallo, ihr Haschischraucher. Nehmt es mir nicht übel, dass ich in der Öffentlichkeit, weil ich prominent bin, vielleicht nicht verhaftet werde. Ich sage euch eins. Ich sitze hier an diesem Tisch nur deshalb, weil ich der Marianne Weizsäcker sagen wollte, es haben sich so viele Bundespräsidentinnenfrauen um Krebskranke, um Legasthenie, um alles gekümmert. Jetzt ist sie mal dran, die Marianne, und die hat ja nichts zu tun und die will immer lachen und da kümmert sie sich. Schlage ich vor, muss ich ja nicht machen, um Knechte und Irrenhäuser. Die beiden Sachen macht Marianne Weizsäcker, das würde ich vorschlagen. Knechte und Irrenhäuser, ja? Und ich sage euch eins. Ich will nie ins Gefängnis, ich gehe auch nicht freiwillig da rein. Und ich finde auch, dass jeder, der wegen Drogen im Gefängnis sitzt, völlig überflüssig da sitzt. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich dauernd öffentlich sage, ich mache das. Und dafür kommen Leute ununterbrochen ins Gefängnis und ich sitze hier rum. Ich will aber nicht sitzen.